gestern noch an jeder Straßenecke, heute komplett verschwunden. Es gibt Fahrzeuge, Oldtimer, die nicht zu Oldtimern werden, ganz einfach, weil keine übrig bleiben, weil sie aussterben. Über die Gründe wollen wir hier sprechen, bei der roten Liste der Allerweltsautos. Wir haben hier einen Prototyp des Scheiterns. Das ist der Alfa Sud aus den frühen 70er Jahren. Das ist tatsächlich der Wagen, zu dem jeder Alfa Romeo Händler in den 70er Jahren eine Anekdote bereit hat. Es heißt, der Alfa Sud konnte schon im Prospekt rosten. Tatsächlich ist es nachweislich so, mir hat ein Alfa Romeo Händler erzählt, wenn die neuen Alfa Sud vom Autotransporter kamen, ist mitunter schon die Scheibe rausgerostet und rausgefallen. Und es gab tatsächlich Alfa Sud, die nach 2 Jahren oder nach 4 Jahren den deutschen TÜV nicht mehr geschafft haben. Das Scheitern des Alfa Sud ist doppelt tragisch, weil er war Anfang der 70er Jahre ein wirklicher State-of-the-Art-Kompaktwagen. Mit seinem Boxermotor, mit seinem Fahrwerk, mit seinem Handling, mit seinem Design war er zu einer Zeit, als Deutschland noch Käfer fuhr, es gab ja 1970, 71 noch keinen Golf, wirklich ein progressives und günstiges Auto, ein Familienwagen, der Spaß gemacht hat, der wahnsinnig viel gekonnt hat. Nur eines hat er nicht gekonnt: lange halten. Und das war das Problem. Im Grunde haben sie damals im Alfa Romeo Werk in der Nähe von Neapel das Autobauen noch geübt. Und es sind Legenden, ja, dass also zum Beispiel gestreikt wurde für längere Pinkelpausen, dass gestreikt wurde, weil die Spaghetti in der Werkskantine nicht al dente waren. Aber wenn gestreikt wurde, dann kam es auch vor, dass so ein Alfa Sud einfach gebaut wurde aus einer Karosserie, die wochenlang blank und unkonserviert draußen stand und dann über den Rost grundiert wurde. Und die Folge war, ein Alfa Sud war oft nach 4 oder 6 Jahren derartig verrostet, dass er ein wirtschaftlicher Totalschaden war. Und deshalb, dieser hier ist die große Ausnahme von der Regel. Im Grunde war er Ende der 70er Jahre auf den Gebrauchtwagenplätzen der Republik schon nicht mehr existent, zumindest nicht in rostfreiem Zustand. Es muss überhaupt nicht gegen ein Auto sprechen, wenn es von deutschen Straßen verschwindet. Beim Peugeot 504 ist es so, dass es für ihn spricht, weil für ihn hat es immer noch irgendeine neue Heimat gegeben oder einen Alterssitz in Afrika. Der Peugeot 504 war das Auto, das sich immer hat nach 5, 6, 7 Jahren an irgendeinen Aufkäufer verkaufen lassen. In aller Regel sind die nach Westafrika gegangen und haben da noch sehr, sehr lange gelebt. Das hier ist die Luxusversion, der 504 Ti. Und dass der hier in Europa geblieben ist, hatte einen Grund. Der TI hatte die Benzineinspritzung und die war den Aufkäufern damals zu kompliziert. Das war in Afrika schwer zu reparieren und deshalb haben die alles gekauft, nur keinen 504 TI. Und wir haben heute das Glück zu sehen, dass der 504 in dieser Luxusversion mit Lederpolstern, mit Schiebedach, mit Metalliclack, mit dem starken Motor wirklich zu Recht französischer Mercedes genannt wurde. Und so fühlt er sich beim Fahren auch an, weil insbesondere sein Fahrkomfort, sein Abrollkomfort ist auch für heute Begriffe noch absolut überragend. Wenn man drin sitzt, kann man sich eigentlich wirklich vorstellen, auch heute noch damit im Alltag unterwegs zu sein. Tester haben damals geschrieben von dem besonderen Etwas, das die Peugeot haben und das schwer zu beschreiben ist, dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Damals ist er tatsächlich ein Auto gewesen für Menschen, die einen Mercedes oder einen Volvo hätten bezahlen können, aber ganz absichtlich den Peugeot genommen haben, wegen seines Ambientes. Ja, wenn ich mir die wunderbaren Sitze hier anschaue, mit den integrierten Kopfstützen, Lederpolster, typisch Peugeot, das Schiebedach, das bei den gehobenen Modellen immer serienmäßig war. Wir haben hier schon ein Drehzahlmesser bis 7000 Umdrehungen. Und die Sitzposition ist durchaus so, dass man sagt, hier komm, lass uns an die Côte d'Azur fahren. Das könnte der heute tatsächlich. Und das macht dieses Auto sehr, sehr anziehend, wenn man noch einen findet. Der E-Rekord ist einer von denen, die schnell eine neue Heimat gefunden haben, allerdings weniger in Afrika. Für ihn war es damals Osteuropa als hauptsächlicher Abnahmemarkt. Das heißt, er war dann so ein 7, 8 Jahre alter Gebrauchtwagen. Gleichzeitig kam die Grenzöffnung, die Mauer fiel. Und damals war der E-Rekord so für viele, die vom Trabant oder vom Wartburg aufgestiegen sind, der erste Westwagen, den man damals für 2000, für 3000 Mark hat kaufen können, weil sich
im Westen tatsächlich keiner mehr für einen Rekord E interessiert hat. Ja, der Omega kam dann 1986, hat alles überstrahlt. Für Oldtimer-Fans, für Youngtimer-Fans war der D-Rekord das viel interessantere Auto. Der Vorgänger war also tatsächlich mit seinem italienisch inspirierten Design das interessantere Sammlerstück. Und der E-Rekord ist komplett in Vergessenheit geraten. Und ja, der E-Rekord hat auch relativ gut rosten können. Wenn ich ihn hier so sehe, es ist ein weißer Viertürer, dann geht mir das Herz auf. Es ist das Auto meines Vaters gewesen, der E-Rekord. Aber ich habe auch immer ein Bild vor Augen. Ich sehe immer meinen Vater hier an der Tür knien und mit Prastolit versuchen, die ersten Aufrostungen zu sanieren. Ja, und ich sehe den E-Rekord vor meinem geistigen Auge nie in diesem wunderbaren rostfreien Zustand wie hier. Für mich ist der E-Rekord eigentlich immer ein Auto, bei dem jemand diese Schürze da vorne mit Unterbodenschutz beschmiert hat, weil auch da immer zuerst die Aufrostungen begonnen haben. Und so ist eigentlich aus einem sehr talentierten Mittelklassewagen eine tragische Figur geworden, die heute tatsächlich komplett verschwunden ist.